Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein ganz herzliches Willkommen hier bei den Farmworkers im Projekt LOF Legend of Farmers 2. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Laura und ich, wir sitzen gerade am Kaffeetisch und lassen uns hier gerade einen schönen Pflaumenkuchen schmecken. Mm, der schmeckt gut, oder? Mhm, hab ich ja auch gebacken. Ja, das stimmt. Der kann nur schmecken. Nee, da hast du recht. Und was hast du heute noch so geplant? Ich werde dann zu meinem Hof zurückfahren. Mhm. Muss auf meinen Feldern noch ein bisschen ackern. Ja, ja. Ey, du sag mal, ich hab, weißt du, was ich mir kaufen will noch? Was denn? Will mir noch einen Viehanhänger kaufen. Ich hab was für mich entdeckt. Ich hab was für mich entdeckt. Du hast was für dich entdeckt? Mhm. Und zwar habe ich da noch nie Wert drauf gelegt, aber ich habe jetzt mal mit dem Nachbarn hier gesprochen, gegenüber, so ein bisschen Viehhandel zu machen. Okay. Also mit Schafen, weißt du? Ja gut, das habe ich mir jetzt schon gedacht, dass du Schafen meinst. Das lohnt sich wohl. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel meine ältesten Schafe verkaufe, ne? Und nicht mal alle, kriege ich 24.000 Euro. Wenn ich mir neue kaufen würde, auch schon ziemlich alt, ne? Also, dass sie schon geschlechtsreif sind, würde ich 12.000 Euro bezahlen. Hätte ich also 12.000 Euro gut gemacht und habe aber noch nicht mal bei weitem noch nicht mal alle verkauft. Ja. Es sind nur, ich glaube, 12 oder was ich da mal verkauft hätte. Und ich habe ja den kompletten Stall voll drüben. Der ist ja komplett knackevoll. Ich krieg da gar keine mehr rein. Eigentlich cool, ne? Nee, der klingt gut, ja. Mhm. Übrigens war ein schöner Abend gestern. Ja. Genieß es gerade sehr hier. Ja, ich auch. Mhm. Ich auch. Genieß es sehr mit dir. Ja, das und ist der schön. Und der Film, was wir halt angeguckt haben, ne, die Unfassbaren, das war schon ziemlich. Mhm. Hat schon Spaß gemacht. Der war sehr unterhaltsam. Müssen den zweiten noch angucken. Ja. Ja. Was machst du heute unten bei dir auf dem Feld? Ansehen muss ich. Was willst du denn angucken? Oh, das Felder. Ja, hier bin ich, hallo. Hi. ich weiß noch nicht, was ich ansehen will. Ja. Werde ich wohl irgendwie spontan entscheiden. Mal gucken. Brauchst du noch was? Kann ich immer gebrauchen. Ich brauche aber Hafer, Gerste und Weizen aufgrund der Saatgutproduktion. Also das ist... Deswegen, ja, ich habe mir jetzt... Gerste machen, weil Weizen brauche ich für die Mühle. Ja, na, ich habe mir jetzt noch zwei Felder gekauft, ne? Ach so. Ich habe jetzt oben die komplette Ecke. Ja. Und ich will eigentlich so ein bisschen noch expandieren nach unten, weißt du? Mhm. Ja, na, da muss ich heute auf alle Fälle was tun. Mhm. Na gut. Was meinst du? Gehen wir mal an der Arbeit. Ich habe irgendwie gerade gar keine so richtige Lust. Ich habe auch keine Lust. Aber ich komme ja heute Abend wieder. Ja. Oder soll ich heute Abend mal runterkommen zu dir? Ist mir egal. Egal. Ja, dann komme ich mal runter zu dir. Oh, warte mal kurz. Felder. Hartmann, schönen guten Tag. Grüß Sie, Herr Hartmann, hallo. Einen wunderschönen Tag, Herr Hartmann. Wie kann ich Ihnen helfen? Ob der wunderschön für Sie ist, weiß ich noch nicht. Klar, immer. Jeder Tag ist ein Geschenk, Herr Hartmann. Ja, das ist ein... Also, die Tankstelle wurde jetzt von der Stadt gebaut. Dann würde ich Ihnen sofort... Diesel liefern, wenn Sie das wollen. Ja, das wäre auch gut. Und dann müssen wir uns noch einigen, wer die Tankstelle bezahlt. Ja, ich nicht. Das ist ja nicht meine Tankstelle. Ja doch, ich werde aber gezwungen, von Ihnen den Diesel abzukaufen. Sie haben das Monopol drauf. Ich habe ja eine Tankstelle unten an der Dieselfabrik. Also Sie könnten ja im Endeffekt den Diesel auch an der Tankstelle bei mir holen. Ich weiß nicht, wie das hier im Grünfelderland geklärt ist. Mir wurde gesagt, die diese Produktionen dann besitzen, die haben das Monopol drauf.
Mehr wurde mir da nicht gesagt. Müssten Sie mal mit der Bürgermeisterin sprechen. Ja, die blickt da auch nicht ganz durch. Müssen Sie mit dem Altbürgermeister mal sprechen. Der hat ja diese Bestimmungen gemacht. Der ist leider nicht da. Noch eine andere Frage. Was frisst denn diese Produktion alles? Nur Raps. Keine Sonnenblumen? Das ist blöd. Nee, keine Sonnenblumen. Nur Raps. Guter, saftiger Raps. Kurze Frage, ist Ihre Freundin bei Ihnen? Ja. Können Sie sie mal fragen, ob Ihre Mehlbude Hafer nimmt? Ich mach mal ganz kurz auf laut. Laura? Ja? Der Herr Hartmann ist dran, der will dich mal schnell was fragen. Guten Tag, Frau Schulz. Erstmal. Mal was. Hallo, Herr Hartmann. Glückwunsch zur fast Hochzeit. Und eine Frage, Ihre Mehlbude, nimmt die auch Hafer? Nein. Derzeit nur Weizen. Eigentlich auch Roggen, aber da muss ich erstmal gucken, wie das funktioniert. Okay, das war's schon. Ne, dann rede ich nochmal mit der Bürgermeisterin oder dem Altbürgermeister, wenn der mal wieder im Dorf ist. Herr Hartmann, wir machen das mal anders. Wir machen mal einen Termin aus, wo Sie, ich und die Obrigkeiten der Stadt sich mal zusammensetzen. Weil es ja irgendwo schon mein Produktionszweig betrifft. Wissen Sie, wie ich meine? Ja, aber ist es dann nicht sinnvoll, mal überhaupt eine Gemeindesitzung zu machen? Weil das wäre vielleicht sinnvoll, ja, da haben Sie recht. So aber einiges gut, auf. Das obliegt mir ja nicht. Wissen Sie, wie ich es meine? Ja, aber wenn ja zwei niemand. Zur Bürgermeisterin gehen und das vorschlagen. Würde ich machen mit Ihnen. Ja, abschlagen soll es ja nicht. Würde ich machen. Würde ich Sie unterstützen bei der Idee. Weil es stößt mir auch einiges auf, dass hier kaum Produktion am Laufen sind in der Stadt. Ich muss alles exportieren und das ist mir halt ein extremer Verlust. Ja, ist so. Da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Dann schlagen Sie es mal vor und können Sie ja im Endeffekt dort anrufen und ich würde dann einmal anrufen bei der Bürgermeisterin. Ja, das mache ich. Dann kommt es so von zwei Seiten, wissen Sie, wie ich meine? Ja, dann hat es ja auch mal ein bisschen mehr Arbeit, als ja. Nur über die Felder zu fahren. Ja. Wenn ich mit ihr telefoniere, sagt sie, sie muss rechts ranfahren. Ach so, okay, naja. Na gut, Herr Hartmann, sagen Sie mir bitte nochmal ganz schnell, wie viel Diesel das war? 15.000 Liter in die Tankstelle. Die steht direkt in der Hofeinfahrt, linke Seite. Ah, perfekto. Dann mache ich das nachher gleich als erstes mit. Okay, danke. Das andere war schon geliefert worden, ne? Ja, das habe ich gesehen. Ja, perfekt. Okay, dann machen wir das so, Herr Hartmann. Ja, danke. Jo, gerne. Tschüss. So, Laura. Lass mal dir einfach an dem Glauben. In welchem Glauben? Na, wegen der scheiß Hochzeit. Ja, können wir erstmal machen, glaube, warum nicht? Machen wir erstmal so. Na gut, dann. Meine hier, Liebe. Ich wollte dir noch was erzählen, das habe ich noch ganz vergessen. Erzähl mal. Ich hab am Mittwoch meine Fortbildung zur Rettungssanitäterin. Ja. Beim Krüger-Kai oder was? Ja. Oh Gottes Willen. Da kommst du bestimmt 5 Stunden lang nicht wieder los. Das werden wir dann sehen. Kai erzählt also, ja gerne viel. Falls du mich am Mittwoch suchst. Ja, weiß ich, wo du bist. Den kompletten Tag lang. Genau. Also kommst du heute Abend zu mir? Ich komme heute Abend zu dir, brauchst nichts kochen, ich bring was mit. Ich habe aber kein Gästezimmer. Das sollte das Problem nicht sein, glaube ich. Denke ich auch. Also mich stört es jetzt nicht so. Mich auch nicht. Wir haben heute schon die halbe Nacht auf dem... Achso, ja, wir haben ja heute schon die halbe Nacht auf der Couch verbracht, also von daher. Ja, genau. Gut, dann bis später. Ja, okay, Laura, ich freue mich. Schaffen, ne? Jo, später, ne? Warte, warte mal kurz. Das ist noch eine kleine Umarmung. So, tschüss. So, ciao. So, ihr Lieben. Dann müssen wir jetzt auch erstmal ein bisschen Gas geben. Ich muss jetzt mal gucken, irgendwo muss der Händler sein. Wie es dann weitergeht. Kurz den Händler anrufen. Moment, die Herren. Ja, bitte. Herr McGregor hier. Oh, Herr McGregor, ich grüße Sie.
McGregor, ich habe mal eine Bestellung aufzugeben. Ja, den habe ich denn da erstmal im Apparat, bitte? Den Herrn Felder. Ah, guten Tag, Herr Felder. Ja, man muss ja ein bisschen reinkommen, seitdem man aus der Klapse raus ist. Ah ja, Sie waren lange nicht da, das stimmt. Wie geht's richtig, Ihnen denn? Richtig, alles noch ein bisschen schwierig, jetzt wo der Chef nicht mehr da ist, man jetzt selber so ziemlich alles übernehmen muss halt Herr eben. Herr McGregor, machen Sie mal Ihre Arbeit, wir sind erstmal weg. Guten Tag noch, Herr Fröhlich, Herr Glaubrecht. Oh, die Herren von der Polizei waren da. Ja, ja, aber ich bin ja wieder neu da und es geht darum halt eben, ja, wie die Dinge laufen, was ist halt ein Tag ist und so alles und an wen ich mich richten muss halt eben für die Arbeit. Ja, ja. Also dann wieder herzlich willkommen bei uns und schön, danke, dass Sie wieder da sind. Wenn Sie irgendwo Hilfe brauchen, Herr McGregor, ne, können Sie sich immer melden. Ja. Schön. Und zwar, passen Sie auf, ich bräuchte gekauft von Fliegel einen Tiertransportanhänger. Von Fliegel? Von Fliegel, genau. Das ist, wenn Sie ins Tiertransport-Dings-Menü gehen. Der dritte von vorn, der Noah TTW 140 für 25.000. Ja, lassen Sie mich gucken. Ja, kein Stress. Tiertransport, sagten Sie. Ich habe hier gerade mal was. Der wäre was mal, der Big Master Western? Ne, der TTW 140. Ja, genau der von Fliegel, der dritte von vorn. Ja. Ja, gerade auf Katalog kostet der 25.000 der Kaufpreis. Ja, wie viel, beziehungsweise, nee, Endpreis ist jetzt gar nicht ganz so interessant. Mir wäre es wichtiger, wann wäre der denn da? Wie schnell könnte man denn den... Ich könnte den jetzt bearbeiten lassen mit Wunschkennzeichen natürlich, dann müssen sie halt eben dranbleiben. Kann ihn dann hierher kaufen lassen und wenn er da ist, kann ich Ihnen Bescheid sagen, dann können Sie ihn abholen kommen. Ja, so, das würde ich mal... Das würde ich mal dann aushandeln dann so ziemlich. Ja. Dann konfigurieren wir den einfach mal. Ich brauche den. Das ist halt jetzt egal, was er kostet. Okay. Fangen wir mal mit dem Kennzeichen. Genau, das Kennzeichen müsste eigentlich... Also GLEF... Also die ersten beiden Buchstaben sollen GL... Genau, Grünviertelland, ne, ist klar. So, also G, dann die zwei Buchstaben sind gerade LI und da kommt dann beim I jetzt ein F in F. Also wir haben immer, glaube ich, den Kennzeichentyp 4 hatten wir, glaube ich, immer. Ja, Kennzeichentyp 4, ja, ja. Okay. Jetzt sehe ich es auch gerade. Genau, wir hatten Typ 4. Da kommt vorne GL... Ja, im Moment GL, ja. Dann haben wir EF, also Erik Felder, ne, ist klar. Erik Felder, ja. Und dann ist das die 2-1. 2-1, okay, wir haben GL, EF, 2-1 per Typ 4. Genau. Platzierung nur hinten. Ja. Genau, Hauptfarbe ist egal. Ne, grün. Grün ist grün, perfekt. Gut. Okay. Dann nehmen wir da schon mal einmal ein. Können Sie mir einen Endpreis dann sagen? Kommt drauf an, was Sie eben noch verändert haben wollen. Dann muss ich eben noch draufgerechnet. Dann schreibe ich immer wieder so einen kleinen Satz dann ab. Rein theoretisch, wenn ich kaufe, müssen Sie den Gesamtpreis zahlen halt eben. Ist klar. Ich versteuere halt eben den Rest. Der geht halt eben wieder dann, ne, an das, genau. An die Bürgermeisterin, an die Gemeinde, genau. Und somit bleibt mir eben auch nur ein gewisser Teil übrig. Aber die Kosten werden halt eben gedeckt, die Hauptkosten. Ja. Du hast eine Erinnerung vom alten Chef erleben. Ich werde jetzt das selber noch gucken und dann mit dem Herrn Brandt mich noch in Verbindung setzen. Dann kann ich da auch noch genaueres sagen. Dann können wir auch genau an den Flow kommen. Gut, okay, sehr schön. Also dann würde ich die Bestellung jetzt auslösen. Und ja, genau. Wenn es da ist, sagen Sie mir einfach mal Bescheid. Oui, Monsieur. Ne? So machen wir das. Gut, ich freue mich sehr. Kein Problem. Okay, dann vielen Dank und erstmal auf Wiederhören. Ne? Auf Wiederhören, Herr Felder. Ciao. Ciao. So, gut. Denn, ihr Lieben, ich habe mir wirklich überlegt, wir machen so ein bisschen auch mit Tiere was. Ja, Felder? Ah, moin! Na? Na? Du altes Haus, wie sieht's denn aus? Ja, ganz gut bei dir. Ja, sehr gut. Was geht denn ab? Nix.
Sag mal, ein Viehhänger und hast du nicht, ne? Ein Viehtransporter. Was? Ja, ein Tiertransporterhänger. Ein Tiertransport halt. Ein Tiertransporthänger. Oh Gott, ich hab jetzt gerade was anderes gedacht. Mit Hä? Vieh dachte ich, du meinst deine Freunde. Oh, hallo? Oh. Oder deine. Total krass! Das, oh, krass. Krass, krass, krass. Nee, aber hast du nicht, ne? Also wo hier, wo ich jetzt zum Beispiel mal wo ich mal Schafe oder sowas mal irgendwie hin und her fahren kann. Hast du nicht, ne? Das ist ein Kunde. Was lachst denn du jetzt? Hast du das schön. Jetzt oder hast du es nicht? Nein, ich hab's nicht. Aber wie schaut's jetzt aus mit deinen Feldern? Du wolltest doch hier Güller rummachen. Ja, muss ich machen. Ich muss unbedingt ernten. Ich komme hier zu nichts. Zu nichts, sag ich dir. Was, liebe Gemeinde, ich möchte Sie alle herzlich einladen, um 18 Uhr ans neue Gemeindehaus, um diese einzelne Gemeindeversammlung abzuhalten. Oh, okay. Okay, genau. Das andere ist, ich würde gern investieren. In was denn? In ein Lichtfeuer. Achso. Ja, in dich, Ei, das wäre halt vielleicht die Hochzeit zwischen dir und deiner Verlobten, in die ich investiere. Das wäre mir sogar einiges wert, ne? Weil deine Hochzeit ist ja immer was Schönes. Mhm. Ah, Kai, ich habe noch eine Frage. Ja. Ich habe mal eine Frage. Ja. Was hast du hast doch mal Hopfen geerntet, ne? Ja. Was hast du mit dem Hopfen gemacht? Exportiert einfach? Exportiert, das habe ich dir aber letztes Mal schon gesagt. Was kriegst denn du da? War das ein guter Preis oder war das sinnlos? Ja. Also, Ja, kommt auf so die Feldgröße sagen, an, ne? Ist klar, aber... Ja, klar, aber ich habe von, was waren das? Ich glaube, 2 Hektar habe ich... Oder 3 Hektar irgendwie so, keine Ahnung. Also jetzt nicht wirklich groß, hab ich, was waren das, um die 50 oder 55.000 Liter runtergeholt und habe dafür, ich glaube, 70.000 bekommen. Also der Preis, der war so am Maximum, was eigentlich geht. Mhm. Aber das Schöne beim Hopfen ist zum Beispiel, der schwankt nicht so extrem. Ach so, und wie war denn da so der Ertrag? Kam da viel runter? Ja, also wie gesagt, auf 3 Hektar habe ich gute 60, 70.000 Liter runtergeholt. Ach, der bringt ganz schön Masse. Okay. Genau, ne? Und das Schöne ist zum Beispiel, wenn du dir teilweise die Rapspreise anschaust, die sind ja halt wirklich extrem schwankend, ne? So, du hast immer so dieses Tief und dann steigt der Preis wieder. Und beim Hopfen ist der immer relativ stabil. Ah, es ja, gibt, okay. Ja, es gibt schon dieses Jahrestief, aber du bist eigentlich immer, verdienst eigentlich immer gut dran. Ja, okay, krass. Genau. Na gut. Erzähl mal noch weiter. Du wolltest investieren, hast du gesagt. Genau, in einen Mischsteuer. Mhm. Genau. Und aufgrund dessen, dass wir beide so gut zusammenarbeiten, dachte ich, ich frag dich mal, nicht, dass ich jetzt eine Streuer bestelle, beziehungsweise mir erstmal ein Angebot machen lasse. Und du die dann aber nicht ziehen kannst. Das wäre ja dann kontraproduktiv. Ja. das stimmt allerdings. Ja, was willst du dir für einen haben? Also hast du dir schon Gedanken gemacht, welchen? Ich habe schon mir Gedanken gemacht, ja. Mhm, okay. Genau. Ja, und welcher? Straubmann PS3401. Okay, was brauchst du dafür für Traktorstärke? 300 PS laut Homepage des örtlichen Händlers. Warte mal. 300 PS, sagst du? Mhm. Ich habe 296. Und dann halt so. Aber also gut, ich könnte ein Upgrade machen, auf alle Fälle mal bei meinem Traktor. Das wäre vielleicht auch mal sinnvoll. Weil, also, ich sag dir mal, dann, also, wenn du das Upgrade machen würdest, dann wärst du zum Beispiel auch. Dann
würdest du nicht dauerhaft mein T8 benötigen. Ich weiß jetzt nicht, welchen Schlepper du hast. Fendt. Ja. In welchen Fendt? 7, 8, 9? 9, 9. Okay. Weil, ne, wenn du jetzt zum Beispiel auf 942 zum Beispiel upgraden würdest, als Beispiel, dann könntest du mein Güllefass und Stadtblock-System ohne weitere Probleme ziehen. Ja, müsste ich mal machen. Hast du recht. Ja. Weißt du, was ich jetzt für mich ein bisschen entdeckt habe? Was denn? Was ich völlig außer Acht. Oh, nee, Polizei. Du, ich ruf dich gleich nochmal zurück. Oh. Ja, ich wünsch was. Ja, ich hoffe. Mal gucken. Gut, bis gleich, ne? Sollen wir mal hier die Tür aufmachen? Grüße, Herr Felder. Herr Fröhlich, grüß Sie. Erstmal nichts Schlimmes. Ich muss auch entschuldigen, dass ich Sie so jetzt mal eben zum Anhalten bewege. Ja. Herr Felder, eine Sache muss ich mit Ihnen maulen. Was denn? Sie haben Ihren Hof verlassen und Ihr Hof ist auf. Oh, meinen Sie, das ist ganz schlimm? Das ist schlecht, Herr Felder. Gut, alles klar. Warum? Wir sind nicht am Hof. Keiner überwacht den Hof. Wir sehen nicht, ob da jemand anbringt, wie dann ihre Sachen geht. Oh ja, 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 Sie haben recht. Sie haben recht. Ne, Herr Felder, das ist nicht böse gemeint, nur zu Ihrem eigenen Schutz. Nein, verstehe ich. Verstehe ich sehr gut sogar. Also achten Sie bitte, dass das Tor dann auch zu ist. Werde ich drauf achten, Herr Fröhlich. Okay. Ne, ja. Herr Felder, das war's auch schon. Ich wünsche Ihnen eine gute Weiterfahrt. Oh, danke. Okay. Sonst alles gut bei Ihnen? Bei uns ist bisher alles gut, ja. Sehr schön. Ist ruhig im Grünfeldland, hä? Zur Zeit. Warten wir mal ab, wie lange. Ja, ich hoffe noch länger. Ja, ich auch. Oh, Herr Glaubrecht, grüß Sie, hi, hallo. Ja, nee, machen wir auf alle Fälle. Da haben Sie recht, da mache ich die Tore zu. Bitte dran denken, dass das Tor, die Tore zu sind. Ja, mache ich natürlich, na klar, klar. Gut, alles klar, Felder. Okay, jo, ciao. Ihnen auch, danke, ciao. So, gut. Ja, war ja nett, muss ich sagen. Haben Sie auch recht. Auf alle Fälle. Man weiß ja hier nie. So, gut. Naja, ihr Lieben, aber wir sind schon wieder mit der ersten Folge durch. Es ist krass. Ihr habt gesehen, die Laura und ich, wir ja, nähern uns jetzt immer mehr an. Es geht da so ein bisschen mehr, ja, kommt jetzt ein bisschen mehr Fahrt auf uns zu. Und ich bin gespannt, muss ich wirklich zugeben, was jetzt noch so draus wird aus der ganzen Sache. Ich habe sie wirklich sehr, sehr gerne. Und ich glaube, Laura mag mich auch sehr. Also überdurchschnittlich sehr. Ja. Wenn ihr natürlich wissen wollt, da draußen, ob und wie das mit Laura weitergeht, dann würde ich euch bitten, einfach wieder einzuschalten. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Lasst ein Däumchen da, drückt die Glocke auf aktiv, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Übrigens auch keine Videos zu irgendwelchen News über Farming Simulator oder auch irgendwann mal andere Games kommen natürlich rein. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut, ich bin erstmal raus. Tschüss und ciao.